Moin moin ihr Lieben, heute bin ich seit langer Zeit mal wieder zurück mit einem Bücherneuzugänge-Video. Ich möchte euch die Bücher vorstellen, die in den letzten Monaten bei mir eingezogen sind. Und ich habe mal geguckt auf meinem Kanal, wann das letzte Bücherneuzugänge-Video online gegangen ist. Und das war tatsächlich Februar oder März. Da habe ich euch die Bücherneuzugänge gezeigt, die Weihnachten bei mir eingezogen sind, aber auch im Januar und im Februar. Also es ist ja wirklich schon sehr lange her. Mitte des Jahres hatte ich natürlich eine lange Lese- und Drehpause. Und ich bin sehr glücklich, dass ich in der Zeit nicht nur wenig gelesen, sondern auch wenig Bücher gekauft und angehäuft habe. Es sind zwar ein paar Bücher eingezogen, im März zum Beispiel sind einige eingezogen und im Juli, da hatte ich halt ja dieses Projekt mit der lieben Ruth vom Kanal Zwischen 1000 Zeilen. Wir haben ja gegenseitig unsere Lieblingsbücher gelesen und da sind ein paar Bücher eingezogen. Die habe ich euch aber alle in dem Video schon gezeigt. Und ich habe euch ja auch letztens meinen gesamten ungelesenen Bücher vorgestellt. Auch da waren ein paar Neuzugänge dabei, die ich euch jetzt somit dann halt schon vorgestellt habe oder in gewissen Lesemonaten. Ich habe halt die Bücher dann teilweise direkt gelesen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, nicht alle Neuzugänge seit März euch zu zeigen, weil die dann einfach doppelt gewesen wären, sondern einfach nur die Bücher, die seit August eingezogen sind. Also hauptsächlich August und September. Ich weiß nicht mehr, wann welches Buch genau eingezogen ist, aber das muss uns jetzt erstmal reichen, weil die anderen Bücher, wie gesagt, sind in anderen Videos vorgekommen und das wäre jetzt irgendwie so ein bisschen doppelt gemoppelt. Und würde dann vielleicht auch das Video irgendwie ein bisschen sprengen. Aber es sind wieder ein paar hier. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Bücher euch vorzustellen. Oder 6. 6 Bücher. Ja, und das ist doch eine ganz gute Anzahl. Es sind wirklich sehr besondere Bücher dabei und dann auch Schmuckausgaben von Lieblingsbüchern und das liebe ich ja. Ich bin ein sehr bibliophiler Mensch. Ich gucke sehr auf die Gestaltung der Bücher, wenn da wirklich Herzblut reingelegt wurde mit Liebe zum Detail. Das liebe ich einfach. Natürlich geht es um Inhalt der Bücher, aber wenn beides zusammenkommt, ist das einfach ein Traum für mich. Und ich zeige euch jetzt erstmal das Buch in der normalen Ausgabe. Und zwar ist das Das sternlose Meer von Erin Morgenstern. Und das ist ja 2020 oder 2021. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ein großes Highlight von mir gewesen. Vor allem, weil es dann auch in meinen, ja, zu meinen Lieblingsbüchern geworden ist. Nicht nur in diesem Jahr einfach ein Highlight war, sondern insgesamt ein Lieblingsbuch geworden ist. Ich finde das Buch jetzt nicht hässlich, aber es gibt deutlich schönere Ausgaben in anderen Sprachen, besonders auch im Englischen. Da habe ich euch auch schon mal eine Ausgabe gezeigt. Aber das Buch ist durchaus komplex und deswegen glaube ich einfach nicht, dass ich es auf Englisch irgendwie lesen würde. Und da war ich umso glücklicher, als ich dann entdeckt habe, dass es eine Schmuckausgabe in Deutsch geben soll. Ja, aber erstmal, worum geht es? Es geht hier um Zachary und Zachary ist Student. Er müsste sich jetzt eigentlich gerade um seine Masterarbeit kümmern, um diese zu schreiben und zu recherchieren und so weiter. Aber das Einzige, was er im Moment tut, ist lesen. Er geht in die Bibliothek, leiht sich Massen an Büchern aus und zieht sich in seine eigene Welt zurück oder in die Welt der Bücher zurück. Und eines Tages fällt ihm ein Buch in die Hände, das ist total unscheinbar, Umschlag fehlt, kein Autor steht drauf. Und dieses enthält mehrere Kurzgeschichten, die scheinbar überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und eine Geschichte, die lässt ihn aufhorchen, die fesselt ihn sofort, denn das scheint eine Geschichte von ihm zu sein. Eine Erinnerung, die er hat, die er aber nie mit irgendjemandem geteilt hat. Und die jetzt zu lesen, das macht ihn natürlich sehr, sehr neugierig, wo dieses Buch herkommt, wer der Autor ist und ja, wie dieses Buch denn überhaupt in die Bibliothek gelangt. Und er fängt an zu recherchieren und zu suchen und dieses Buch immer wieder von vorne zu lesen. Und das Besondere ist eben, dass wir es hier mit ganz vielen Geschichten innerhalb der Geschichte zu tun haben. Denn diese Bücher, die Zachary hier liest und die Geschichten, die bekommen wir als Leser auch zu lesen. Und man versucht natürlich, die Zusammenhänge herzustellen, was nicht so ganz einfach ist. Aber man findet immer wieder kleine Dinge, die irgendwie übereinstimmen oder wo kleine Hinweise zwischen den einzelnen Geschichten stecken. Und natürlich sucht Zachary auch nach diesen. Und er findet dann irgendwann Geheimorganisationen.
Und kommt zu einem Literaturball, der unglaublich toll war. Ich wäre am liebsten auf diesen Literaturball gegangen. Es gibt ganz, ganz viele nerdige Anspielungen, aber auch Anspielungen auf Klassiker, aber auch auf moderne Klassiker. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Es ist ein Fantasy-Roman, der aber wirklich eine, ja, Liebeserklärung an das Erzählen selbst von Geschichten, Geschichten erleben ist. Es ist sehr poetisch geschrieben, es ist sehr metaphorisch geschrieben. Manchmal hat man auch so ein bisschen einen Knoten im Kopf, dass man da irgendwie durchblickt, was hier genau gemeint ist. Und irgendwann kommt Zachary dann auch zum sternenlosen Meer. Und was das für ein Reich ist, das müsst ihr hier selbst erleben. Und ja, als ich dann gesehen habe, dass Chest of Fandoms eine Sonderausgabe herausbringt, war ich natürlich sofort Feuer und Flamme. Ja, als ich das Cover gesehen habe, dachte ich, das muss ich haben. Und ich habe es dann auch sofort bestellt. Take my money. Ich glaube, es waren so um die 30 €. Kann auch knapp 40 € gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Es war mir in dem Moment auch egal, ehrlich gesagt. Dieses wunderschöne Buch ist dann bei mir eingezogen. Ich glaube, das war im September. Ja, ich finde es wirklich ganz, ganz schön, diese goldenen Applikationen, die Bienen, die Waben, dieser, ja, Knauf, dieser Türknauf mit dem Schlüssel und alles, was ihr hier sehen könnt, ist eben auch ja, etwas, was in der Geschichte vorkommt oder eine wichtige Rolle hat, besonders metaphorisch, symbolisch. Die Bienen, den Schlüssel, den wir hier sehen, aber auch das tolle Meer hier, der tropfende Honig, die Schwerter, das Schiff. Ja, wirklich schön. Und ihr habt es vielleicht schon gesehen, auch der Buchschnitt ist natürlich der Oberhammer. Auch hier haben wir wieder die drei Symbole, die immer wieder auftauchen. Schlüssel, Biene, Schwert. Dieser wunderschöne Farbverlauf, es sind genau meine Farben. Und hier seht ihr auch so ein paar Waben noch. Also es ist wirklich mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Ja, und das beides kannte ich natürlich schon von den Fotos, als ich es bestellt habe. Aber ich wusste natürlich nicht, was innen drin noch so alles auf mich wartet. Und ich bin hier schon vor Freude rumgehüpft in der Wohnung, als das Buch dann ankam. Aber als ich es dann entdeckt habe und so ein bisschen erkundet habe, wie viel weitere schöne Details da enthalten sind, da habe ich eventuell auch ein kleines bisschen gekreischt. Und ich möchte es euch natürlich auch nicht vorenthalten. Einmal das wunderschöne Vorsatzpapier. Auch hier zieht sich das wieder konsequent durch mit den Bienen und Schlüsseln. Und ja, wo ich dann wirklich hin und weg war, als ich dann diese wunderschöne Eule entdeckt habe mit, ja, dieser Goldprägung, mit der Krone und dem Bücherstapel. Es ist wirklich, also ganz ehrlich, richtig toll. Auch hier der Schriftzug, ne, dass es hier innerhalb eines Schwerts eingefasst ist. Also das ist echt bombastisch schön gemacht. Und wenn man den Umschlag komplett abnimmt, dann ist es im Grunde auch ein Wendecover. Also man könnte das Buch auch andersrum einkleiden mit dieser schönen Illustration. Ich bin jetzt immer nicht so der Fan von diesen Fanfiction. Zeichnungen oder wie man das auch immer nennt, also diese Zeichentrickzeichnungen von besonders von den Figuren ist immer nicht so meins. Also ich würde das hier auf jeden Fall bevorzugen. Es sieht viel mystischer irgendwie aus und wertvoller. Aber es ist trotzdem natürlich auch eine sehr schöne Illustration und ja, doch auch irgendwie noch mal eine kleine Bereicherung. Hier in den Klappen haben wir zwei Zitate und ja, die finde ich auch sehr, sehr schön. Zum einen, sei tapfer, sei kühn, sei laut. Ändere dich niemals für irgendjemand anderen als für dich selbst. Und das andere Zitat, sie schuf nicht eine, sondern viele Geschichten. Geschichten innerhalb von Geschichten. Rätsel und falsche Wendungen und unwahre Enden. In Stein und Wachs und in Rauch. Ja, in der anderen Ausgabe habe ich mir auch also einige Stellen markiert, die ich einfach ganz, ganz toll finde. Und da ist das. Ja, einfach prädestiniert dafür, einige Stellen sich rauszustreichen. Und was ich eben erst entdeckt habe, als ich das Buch jetzt hier hingelegt habe, also das hatte ich noch gar nicht gesehen. Ich habe euch ja gerade das Vorsatzpapier gezeigt, vorne, aber das hintere Vorsatzpapier ist ein ganz anderes. Und zwar sind es da nicht Bienen und Schlüssel, sondern Bücher und Schiffe,
die hier zu sehen sind. Also man kann immer noch Sachen entdecken, die ich ja vorher auf den ersten Blick überhaupt nicht gesehen habe, obwohl ich mich lange mit diesem Buch auch wirklich beschäftigt habe. Tja, also es ist wirklich ein großes Schmuckstück und ich bin sehr, sehr glücklich, dass es hier eingezogen ist. Und da wird dann halt dagegen das hier ausziehen. Was würde ich denn aussortieren? Weil ich ja auch ein bisschen darauf achten möchte, dass ich hier nicht mich so viel zustopfe mit Büchern und wirklich nur die Highlights hier lasse. Und ja, da das jetzt ja auch auf Deutsch ist, bin ich sehr glücklich und das werde ich dann auf jeden Fall nochmal lesen in dieser Ausgabe. Also die Kapitel fangen hier immer mit so kleinen Schlüsseln an. Das ist, glaube ich, auch aber in der normalen Ausgabe. Es sind leider keine Illustrationen innen drin noch enthalten. Das wäre natürlich doch das i-Tüpfelchen, aber sehr, sehr, ja, großes Meckern auf hohem Niveau. Ich hätte jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt das Blau ausgewählt unter dem Schutzumschlag. Auch das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, aber finde ich jetzt nicht ganz so passend. Da hätte ich dann doch eine andere Farbe gewählt. Also entweder so ein ganz dunkles Blau oder dann doch schwarz oder so honiggelb. Aber da hätte natürlich die goldene Prägefolie nicht so gewirkt. Ne? Aber gut, das ist, wie gesagt, Meckern auf hohem Niveau. Und ja, ich bin einfach sehr, sehr glücklich, dass das jetzt hier bei mir eingezogen ist. Und bevor ich euch jetzt noch weiter zuschwalle mit der Schwärmerei, gehen wir einfach mal zum nächsten Buch über. Das nächste Buch habe ich auf der Arbeit entdeckt. Ich arbeite ja im Verlagsservice und auch dort stehen natürlich überall Regale mit Büchern voll von den Verlagen, die wir eben betreuen. Und ja, auch da können wir natürlich uns bedienen, alte Leseexemplare und so weiter. Und da habe ich ein Buch entdeckt, wo mich zuerst der Autor angesprochen hat, weil ich den von ihm eh immer mal was lesen wollte. Und dann aber auch die Idee, die Atmosphäre und auch das Cover. Es war dann irgendwie so, dachte ich, wow, das muss ich lesen. Und ich hatte vorher davon noch gar nichts gehört und deswegen war ich umso überraschter. Und zwar ist das Zoran Drenka, ich weiß immer nicht genau, wie man ihn ausspricht. Ich kenne ihn eigentlich eher von Erwachsenenliteratur und zwar von seinen Psychothrillern. Da gibt es wirklich einige, wovon geschwärmt wird und das ist wirklich auch besondere, sehr, sehr ja, extravagante Bücher sind, die mit besonderen Ideen einhergehen und wirklich sehr beeindrucken. Manche auch ein bisschen abschrecken vom Schreibstil, weil der irgendwie auch ein bisschen was Besonderes sich eben rauspickt. Aber genau das hat mich immer sehr angesprochen. Deswegen stehen die Bücher auch schon sehr, sehr lange Zeit auf meiner Wunschliste. Ist bisher noch nicht dazu gekommen, dass hier etwas davon eingezogen ist und ich was von ihm gelesen habe, was ich sehr schade finde. Aber jetzt habe ich immerhin ein Jugendbuch von ihm hier. Licht und Schatten heißt das, das Erwachen, ist vielleicht eine Reihe, wegen des Untertitels gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ist im Belz bzw. Gulliver Verlag erschienen. Ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren das jetzt empfohlen ist, aber es ist, wie gesagt, im Jugendbuchverlag erschienen, deswegen gehe ich davon aus, dass es ein Jugendbuch ist, aber ich finde, dass es sich ja wieder sehr besonders anhört. Es steht hier auch drauf, dass es auch sehr wortgewaltig und magisch sein soll und dass uns der Autor in eine fantastische Welt voller wilder Natur, inniger Familienliebe und unbändiger Kraft entführt. Und besonders dieses wortgewaltig, das glaube ich sofort, weil ja eben der Autor dafür bekannt ist, dass er besonders mit dieser Sprache spielt. Und es sieht ja auch schon sehr urig irgendwie aus, sehr düster, aber auch ja, von der Natur her Regen, Schnee, Unwetter. Und das verspricht uns auch der Klappentext. Denn es geht hier um Vida, die in einem sibirischen Dorf aufgewachsen ist und durch diesen Dorf weht ein eisiger Wind und sie hat als Kind schon immer die Natur viel intensiver erlebt als andere und besonders die Kräfte der Natur. Und sie wohnt scheinbar bei ihren Tanten, beziehungsweise von den Tanten hat sie einiges gelernt über Magie, über Verbannung und wie man sich ohne Waffen verteidigt. Denn das Schicksal hält eine große Aufgabe für Vida bereit. Sie ist gekommen, um die Welt von der Dunkelheit zu erlösen. Ja, klingt zum Teil einfach nach abenteuerlicher Fantasy, vielleicht auch High Fantasy, aber eben auch so richtig schön düster
und vielleicht auch perfekt für Herbst und Winter, denn sibirische Kälte, ja, das ist ja auch wieder genau mein Setting, wo ich drin sehr, sehr gerne lese. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr das schon irgendwie woanders gesehen habt oder vielleicht selber gelesen habt, ob man ihn da wiedererkennt, den Autor, und ob ihr von ihm auch seine Thriller gelesen habt. Das möchte ich auf jeden Fall ausprobieren, auch wenn, wie gesagt, viele damit nicht so gut klarkommen und es natürlich auch ein Experiment ist, sag ich mal, weil es eben nicht so wie alle anderen Romane sehr süffig geschrieben ist, sondern vielleicht durch die Perspektiven oder durch die Ideen irgendwie ein bisschen heraussticht und nicht für jeden etwas ist. Und ich hoffe, dass ich hier auch etwas Besonderes in den Händen halte. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, dass ich da so ein besonderes Buch entdeckt habe, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Das nächste Buch ist wieder eine richtige Augenweide und geht vielleicht von der Fantastik her so ein bisschen in Richtung Erin Morgenstern, weil auch hier haben wir es sehr märchenhaft, sehr symbolkräftig, glaube ich jedenfalls. Ich habe es ja noch nicht gelesen. Und zwar rede ich von Vogelherz von Catherine Catmull aus dem Sauerländer Verlag, also auch ein Jugendbuchverlag. Und zunächst einmal hat mich natürlich das wunderschöne Cover angesprochen. Das sieht schon sehr märchenhaft aus, vielleicht wie eine Märchenadaption. Und trotzdem, obwohl ich schon wirklich viele Märchenadaptionen gelesen habe und das ja irgendwie im Moment total auch immer noch in ist und wo man denkt, okay, die 100. Märchenadaption, brauchen wir das eigentlich noch, hörte sich das einfach schon doch wieder nach etwas Eigenen und Besonderen an. Als die beiden Schwestern Summer und Bird eines Morgens aufwachen, spüren sie die Kälte und Stille im Haus. Ihre Eltern sind verschwunden. Ein Bilderrätsel leitet sie durch ein Tor in eine Welt voller Magie und fantastischer Geschöpfe. Die beiden Mädchen ahnen nicht, dass ihre Mutter einst die Königin der Vögel war und aus Liebe zu einem Mann Menschengestalt angenommen hatte. Einer der Schwestern wird die neue Königin der Vögel werden, aber zuvor muss sie ihre Gegnerin, die machthungrige Puppenspielerin, bezwingen. Mit einer unvergleichlich beeindruckenden Sprache und fantasievollen Details hat Catherine Catmull eine Welt erschaffen, in die der Leser wie von magischer Hand hineingezogen wird. Und ich finde, es klingt auf jeden Fall so, als ob hier einige Märchenelemente verwendet werden, aber dass es nicht ein bestimmtes Märchen nacherzählt, sondern eigene Ideen einbindet mit diesen Vögeln und mit dieser Parallelwelt. Auch hier ein wirklich wunderschönes Vorsatzpapier. Und schaut euch das mal an, ist das nicht schön? Finde ich auch eine ganz tolle Farbe. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Petrol ist, dunkelgrün. Ganz, ganz schön. Ja, ich habe hier ein bisschen bei den Rezensionen reingelesen vorher, weil ich das nicht so ganz einschätzen konnte, ob es sich vielleicht wieder um Romantasy handelt. Aber davon konnte ich jetzt nichts lesen. Es ist wieder sehr umstritten. Also es gibt viele, die das vielleicht auch ein bisschen langatmig fanden, aber ich mag das ja, wenn es ein bisschen ruhiger dahergeht und sich ein bisschen Zeit genommen wird, die Welt zu erkunden, die Figuren zu erkunden, aber auch, dass die Sprache hier so bildgewaltig sein soll und märchenhaft. Und es ist sogar ein Debüt. Ich weiß gar nicht, wie jung oder alt die Autorin ist, ob das hier irgendwo steht. Okay, ist nicht ganz jung. Das klingt jetzt gemein. Also es ist jetzt keine 17-, 18-Jährige, steht aber auch nicht, wie alt sie ist. Ja, das war auch eine Entdeckung auf der Arbeit, also wirklich ein Glücksgriff. Und es lag dann lange Zeit auf meinem Schreibtisch. Und da hatte sich schon so ein kleiner externer Sub angehäuft, den musste ich dann irgendwann mal auflösen, dass ich da alles mal mit nach Hause schleppe. Auch das nächste ist jetzt aber, also die vorigen waren, fand ich jedenfalls für mich eher unbekannt, die habe ich vorher nicht irgendwo entdeckt. Das nächste sieht man jetzt aber wirklich sehr, sehr häufig. Ja, und wurde auch ziemlich beworben. Aber mich hatte diese Werbung auch getroffen und das hatte mich tatsächlich sehr angesprochen. Und zwar ist das The Atlas Six von Olivier Blake. Wissen ist tödlich. Das ist der Auftakt einer Dark Academia Trilogie.
Also es werden drei Bücher und es spielt dann an so einer düsteren, ja, Akademie. Die Bibliothek von Alexandria ist niemals untergegangen. Sie verwahrt im Verborgenen seit Jahrtausenden die dunkelsten Geheimnisse der Menschheit. Alle 10 Jahre bekommen die talentiertesten Magierinnen ihrer Generation die Möglichkeit, das uralte Wissen zu studieren. Auf jene, die die Initiation überstehen, warten ungeheurer Reichtum, Macht und Weisheit. Doch von den 6 Auserwählten werden nur 5 überleben. Ja. Also es geht noch ein bisschen weiter, wer genau die Auserwählten diesmal sind und was für Magier es gibt. Und ja, ich finde, es klingt so ein bisschen auch ein bisschen nach Panem, also ein sehr, sehr düsteres Spiel. Aber natürlich diese düstere Bibliothek hat mich da sehr angesprochen. Hier steht auch schon, dass Band 2 Ende April 2023 erscheint. Es wird weiß sein. Könnt ihr hier erkennen. Also das sieht auch schon ziemlich cool aus und da müssen wir dann also auch nicht so lange auf die Folgebände warten. Ja, das hier ist zum Glück nur ein Kleber, den kann man hoffentlich gut abziehen, weil das sieht ja nicht so schön aus, auch wenn er gelb ist, aber das muss ja nun wirklich nicht sein. Ja, und das ist bei Fischer Tor erschienen und das ist ja eigentlich meistens Fantasy für Erwachsene, also vielleicht auch ein bisschen was Erwachseneres. Finde ich ziemlich cool, spricht mich sehr an. So, womit mache ich denn weiter? Ich mache mal mit einer erneuten Schmuckausgabe weiter. Auch da zeige ich euch erstmal die normale Ausgabe. Ich schwärme von diesem Autor sehr, sehr oft. Und auch in der nächsten Zeit werde ich es tun, weil wir haben Oktober, wir haben den Spuktober, wir haben die Jahreszeit, wo man gerne zu Horror und Grusel greift. Dieses Buch würde man am liebsten im Winter lesen. Und zwar ist das Weißer Schrecken von Thomas Finn. Thomas Finn hat sich ja wirklich zu meinem liebsten Horrorautor gemausert. Ich habe von ihm mittlerweile, ich glaube, 5 oder 6 Bücher gelesen. Nicht alles Horror, aber doch, ich glaube, 4 Horrorromane habe ich von ihm gelesen. Und ja, 3 weitere, ich weiß es nicht genau. Ich kann aber nur sagen, dass ich alle seine Horrorromane richtig klasse fand. Und Weißer Schrecken spielt auf jeden Fall oben mit in der Liga. Ich mag diese Idee einfach. Diese Krampus-Saga, die er hier nimmt und in ein neues Gewand steckt. Für alle S-Fans, also von Stephen King, kann ich das Ganze sehr empfehlen, denn hier dreht es sich auch um eine Freundesgruppe. Und von Jugendlichen oder von jungen Erwachsenen, die hier ja sich zusammentun müssen, um gegen eine böse Macht anzukommen. Und auch hier haben wir einen Sprung von früher und später, als sie dann erwachsen sind und sie dann wieder zusammenkommen müssen, um dem Bösen dann halt wieder entgegenzutreten zu müssen. Und das Ganze spielt eben zur Weihnachtszeit, zur Winterzeit. Und ach ja, es ist. Unter Schnee und Eis lauert der Tod. Eine alte Macht erwacht zum Leben und nur eine Gruppe verschworener Freunde kennt ihr Geheimnis. Großartig, also hatte mir damals wirklich viel Spaß gemacht. Ich finde das Cover wirklich ganz, ganz toll. Aber als ich gesehen habe, dass der Buchheim Verlag, und der ist ja wirklich auch bekannt für seine ganz, ganz tollen Schmuckausgaben und Sonderausgaben, eine ja, Schmuckausgabe von Weißer Schrecken herausbringt, habe ich das sofort vorbestellt. Ich habe da sicherlich schon mal von erzählt. Es wurde jetzt wirklich sehr, sehr lange verschoben. Es sollte eigentlich letztes Jahr erscheinen und hat es aber nicht geschafft und es wurde immer wieder verschoben und ich dachte, na, ob das überhaupt noch rauskommt. Aber jetzt ist es endlich tatsächlich passiert und ich habe auf jeden Fall vor, es im Winter nochmal zu lesen in dieser wunderschönen Ausgabe. Ich habe es einmal ausgepackt und dann wieder hier in dieses wunderschöne Papier hier wieder eingeschlagen. Dann können wir es jetzt nochmal zusammen auspacken. Zum einen haben wir hier ja ein Lesezeichen. Passend dazu mit einigen, ja, mit einem, sag mal schnell, mit einem Zitat. So, jetzt raschelt es erstmal ein bisschen. Kann ich das eigentlich auch mal wieder auch weglassen? Und das ist echt eine Schmuckausgabe, die war sehr teuer. Die hat, also wenn man sie vorbestellt hat, war sie, glaube ich, 5 € günstiger. Also ich habe 75 €, glaube ich, ausgegeben. Und sonst
kostet sie, glaube ich, 80 Euro. Aber das ist ja auch wirklich was sehr, sehr Besonderes. Halt auch nicht so im Buchhandel zu kaufen, genauso wie diese Chest of Fandoms Bände. Wir haben hier einmal ein Schuber. Hier haben wir den Krampus vorne drauf. Und ja, das alleine, es fühlt sich schon richtig cool an. So ein bisschen wie weiches Leder. Ist auch so, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, so gemustert wie Leder. Ja, dann hier einmal diese Prägung. Und wenn man das Buch dann rausholt, wenn man es dann rauskriegt, ja, könnt ihr es hier sehen. Also, wir haben hier einen roten Rücken und auch wieder dieses wunderschöne lederartige Gefühl. Das fasst sich wirklich sehr, sehr schön an. Auch hier haben wir wieder ein kleines Zitat hinten drauf und ein blutrotes Vorsatzpapier. Ja, und bei dem Buch ist es halt besonders, dass wir eben Illustrationen hier drin haben. Ich glaube, ich möchte mir sie noch gar nicht richtig angucken, aber sie sind halt farbig. Und ja, diese Ausgabe ist halt limitiert auf 777 Exemplare. Ich habe die Nummer 554, leider nicht 555, aber ist auch okay. Und wir haben hier halt dann auch noch Unterschriften von Thomas Finn, von dem Autor und von dem Illustrator Ben Baldwin. Ja, und wir haben hier kleine Gimmicks. Wir haben hier hinten noch Karten und Prospekte. Und ich möchte es mir noch gar nicht richtig anschauen, auch wenn ich es euch natürlich gerne zeigen möchte, um euch zu zeigen, wie aufwendig die gemacht ist. Und es gibt hier irgendwie noch eine Zusatzgeschichte und ich weiß gar nicht, ein Pen-and-Paper-Game oder irgendwie sowas war noch zusätzlich drin. Das Buch ist in verschiedenen Farben abgedruckt. Wir haben hier zum Beispiel in Blau und dann immer hier diese, ja, Schmuckillustrationen drauf. Manchmal ist es dann aber auch in Schwarz abgedruckt. Wir haben kleine Briefe, kleine Zettelchen hier noch mit drin liegen. Und ja, wie gesagt, die Illustrationen. Kommt, schaut euch mal, das ist. Also, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht gucken, aber es sind schon einige Sachen hier enthalten, die zusätzlich zum Leseerlebnis dann was bringen. Und dann erklärt sich auch, warum das Buch so teuer ist. Und die Illustrationen sind halt auch nicht einfach, ja, sind halt auf Glanzpapier oder, nee, sind sie nicht, aber manche Illustrationen sind auf Glanzpapier gedruckt. Ja, genau. Und wenn ich das alles erforscht habe, dann erkläre ich euch das gerne noch mal ein bisschen genauer, weil ich jetzt eben nicht genau hinschauen möchte, sondern während des Lesens das Ganze entdecken möchte. Ich muss sagen, dass sich die Illustration hier vorne drauf, es sieht für mich eher nach einem Teufel aus als nach Krampus. Also die Illustration selbst finde ich jetzt nicht wunderschön, aber insgesamt der Schuber und die Farben gefallen mir schon gut. Hier würde ich aber nicht das Taschenbuch aussortieren, weil das ein Buch ist, was ich jetzt nie unterwegs lesen würde. So habe ich halt die Chance, dass ich das Taschenbuch dann immerhin mal mitnehmen kann und unterwegs lesen kann. Und weil ich es einfach auch sehr schön finde. Und eigentlich von der Farbgebung und von dem winterlichen Setting fast noch passender finde als das hier. Hier ist vielleicht so ein bisschen eher die Weihnachtsfarben im Vordergrund. Aber ja, es ergänzt sich und die beiden werde ich auf jeden Fall hier lassen. Ja, ich bin sehr glücklich, dass das Buch endlich rausgekommen ist, jetzt auch dieses Jahr noch rechtzeitig vor Nikolaus, weil genau dann möchte ich es eigentlich gerne lesen, Anfang Dezember. Ich hoffe, dass es ja mit meinen Leseplänen hinkommt. Aber ja, doch, das ist auf jeden Fall ein Projekt, was ich angehen möchte. So, das letzte Buch, was ich hier habe, ist insofern besonders, weil es in einem Verlag erscheint, der eigentlich keine Fantasy herausbringt. Und die Optik aus diesem Verlag ist eigentlich immer gleich zu erkennen. Und bei diesem Buch ist das anders.
Und deswegen, weil es sonst in diesem Verlag keine Fantasy gibt, musste ich es mir natürlich genauer anschauen, warum jetzt gerade dieser Verlag ein fantastisches Buch herausbringt. Und dann muss das doch irgendwie auch was Besonderes sein. Und ich finde, es hörte sich tatsächlich besonders an und sieht auch besonders aus. Und zwar rede ich von Das Gesetz der Natur von Solomonika de Winter. Und das ist im Diogenes Verlag erschienen. Und normalerweise kommen die ja immer weiß daher und Diogenes bringt ja eher belletristische Titel raus, Krimis, aber nicht viel Fantastisches. Da war ich doch sehr, sehr neugierig drauf und ja, die Optik ist, finde ich, sehr, sehr schön, passt auch sehr gut zum Titel. Und es ist halt ein bisschen kleineres, also das findet man dann doch vielleicht so die Diogenes-Charakteristik wieder. Auch dieser Rahmen, den kennt man so bei den, also dieser. Ja, Rahmen hier um den Titel herum. Ja, kennt man so von den anderen gebundenen Büchern und dass es halt eben nicht so groß ist. Aber ansonsten ist es doch recht besonders in diesem Verlag. Es kostet 25 Euro neu, ist schon ordentlich, aber ich glaube, das ist üblich bei Diogenes-Titeln. Und ich finde hier gerade eine Postkarte. Finde ich gerade sehr lustig. If shit happens, read a book. Okay, machen wir. Ja, und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so richtig in die Fantastik fällt oder eher so ein bisschen dystopisch ist oder so ein bisschen eine Mischung aus beiden. Denn es spielt in Neuamerika und dort leben die Menschen nach dem Gesetz der Natur. Und unsere Protagonistin Gaia muss sich diesen Regeln beugen. Sie hat aber die Fähigkeit zu lesen in einer Welt, wo ja nichts mehr verschriftlich wird, beziehungsweise das wohl auch verpönt ist. Und sie gerät in Gefangenschaft und dass sie lesen kann, das rettet ihr das Leben, beziehungsweise sie kann dadurch fliehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sie macht sich jetzt nun auf die Suche nach den letzten Büchern, die es auf dieser Welt noch geben soll. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend, dass es eine Art Dystopie ist, wo das Schriftliche irgendwie ja verteufelt wird und verboten wird, Lesen verpönt ist, soll vielleicht irgendwas verschleiern, das in der Vergangenheit passiert ist, oder ja, weil Lesen irgendwie auch ja auch gefährlich sein kann für Herrscher. Wenn sich das Volk bildet. Ja, ich weiß es noch nicht genau. Ich finde aber es sehr, obwohl es eine Dystopie ist, sehr naturverbunden ist, gefällt mir dieses Zusammenspiel sehr gut. Und ja, bei Diogenes Büchern ist es ja auch üblich in gebundener Form, dass es leingebunden ist. Ja, hat auf jeden Fall auch so einen Schmuckausgabencharakter irgendwie. Und ich bin sehr glücklich da. Ja, eine Ausgabe hier zu haben. Hier gibt es auch so einen kleinen Bappel, den ich mir zum Glück dann auch gleich abmachen kann. Ich hoffe, dass der sich relativ gut abmachen lässt. Immerhin ist es nicht aufgedruckt, was ja bei manchen Ausgaben mittlerweile auch schon gang und gäbe ist. Das finde ich immer ganz grauenvoll. Aber neben der lässt sich gut abmachen. Ist doch schon viel schöner. Ja, weil es wirklich ein tolles Grün und viele verschiedene Grüntöne hier irgendwie sich widerspiegelt. Ja, ganz, ganz toll. Also auch da bin ich sehr, sehr neugierig drauf. Ja, das waren meine Neuzugänge aus August und September. Und ja, mal gucken, was noch so dazu kommt in den nächsten Monaten. Aber jetzt geht es erstmal wieder ans Lesen. Ich werde jetzt demnächst natürlich auch einige gruselige Bücher lesen. Ich freue mich auf dass jetzt Oktober ist und bin jetzt auch schon dabei, so in diese Richtung zu lesen. Und dazu soll es natürlich auch noch eins, zwei Videos geben, die ich geplant habe. Aber selbst wenn die dann nicht im Oktober kommen, ist, finde ich, November auch immer noch eine gute Zeit, diese umzusetzen. Und ja, die Neuzugänge,
die dann noch kommen, werde ich euch dann zeigen. Und die Lesemonate September und Oktober werde ich zusammenlegen, weil ich eben im Moment auch immer noch nicht so viel lese, wie ich es gerne hätte, weil es ist mal wieder irgendwas dazwischen gekommen, dass ich dann doch nicht so viel lese. Unter anderem, dass ich jetzt tatsächlich seit langer Zeit eine PS5 ergattern konnte, eine PlayStation. Und natürlich, das möchte auch ein bisschen Zeit von mir haben und ich möchte ja mich dieser tollen Konsole widmen. Ja, das ist natürlich dann ein Freizeitstress, den man sich dann macht, weil man am liebsten alles machen würde. Ich habe jetzt Urlaub und kann so viel tun, was total schön ist, aber da streiten sich dann die inneren Nerds bei mir, der Buchnerd und der Gamer-Nerd und was auch noch alles. Egal, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich wollte euch nur sagen, dass ich die Lesemonate wieder zusammenlege, dass ihr euch da nicht wundert, dass für den September noch nichts gekommen ist. Und ja, dann werde ich euch auch zeigen, welche gruseligen Bücher ich alle so gelesen habe. Jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne, gemütliche Lesezeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.